Die Verbindung über Essen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in Transim World. Wir kommen auch zugleich in Mülheim an der Ruhr. Dies ist eine S-Bahn Richtung Osten. Sie werden den Zug auf dem ganzen Weg bis nach Bochum Hauptbahnhof fahren. Und damit herzlich willkommen im Triebfahrzeug, besser gesagt der Baureihe 425, hier auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Unterwegs sind wir heute im Dienste von DB Regio und dürfen die S1 in Richtung Dortmund fahren. Allerdings fahren wir nach Dortmund nicht alleine durch. Den Rest übernimmt dann ein Kollege. Wir fahren lediglich den Zug von Mülheim an der Ruhr über Essen bis nach Bochum. Und ja, wir lassen jetzt zu guter Anfang die Fahrgäste zusteigen und öffnen dazu die Türen in Fahrtrichtung rechts. Wir setzen uns deswegen auch gleich in den Führerraum hinein, klicken hier vorne auf Türfreigabe auf der rechten Seite und dann gehen die Türen auf und unsere Fahrgäste können rein und raus. Nebenan kommt schon der nächste Zug eingefahren, in dem Fall hier die Baureihe 422, der ist eins in Richtung Solingen. Und ja, wir sollten aber gar nicht mehr so den Kollegen hier bei seiner Arbeit beobachten. Wir sollten uns eher um unseren eigenen Zug kümmern, denn unsere Cola-Dose ist noch nicht ganz fahrbereit. Der Fahrtrichtungssender ist zwar schon in Vorwärtsposition gelegt, aber wir wollen natürlich auch mit Zugsicherungssystemen fahren und schalten uns deswegen über Steuerung und Numpad Enter die PZB ein. Die obere Zugart können wir hier auch drinnen lassen, das ist kein Problem, das passt soweit. Und ja, dann sind wir eigentlich fahrbereit. Die SIFA geht hier noch in den Störungsmodus, damit die nicht im Hintergrund aktiv ist. Und dann können wir eigentlich die Türen verriegeln und ja, nach einer kurzen Kontrolle am Bahnsteig auch den Zug abfahren. Genau, Türen sind zu. So, Zugschlussleuchten leuchten, Hauptschalter ist eingeschaltet und der Panto ist auch oben. Damit würde ich sagen, geht's los. Zugkraft aufschalten und nächster Halt ist dann Essen-Frohnhausen. So, die PZB befindet sich im Wechsellinken, das typische Startprogramm. Und aus dem können wir uns eigentlich auch schon direkt raus befreien. Einmal ordentlich hochziehen mit der Geschwindigkeit. Wir können jetzt auch hier unter F1 das Menü mal mit einblenden. Da sehe ich mir auch genau die Distanz bis nach Essen-Frohnhausen. Würde in dem Fall ein Haltepunkt sein und die Ankunft ist geplant für 13.05 Uhr. So, die 90 haben wir gleich drauf auf dem Tacho und da vorne müsste es dann mit der Geschwindigkeit hochgehen. Also am nächsten Bogenende quasi. Hier kommen so die schönen Trapeztafeln. Da steht scheinbar sogar der Kilometer mit drauf geschrieben. Finde ich sehr schön. Da hat man sich doch Mühe gegeben. So, und irgendwie blendet es auch hier noch ein bisschen im Führerraum. Die Instrumentbeleuchtung mal noch ein Stück hochdrehen. Ihr könnt auch gerne in der Tagansicht fahren. Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn wir irgendwie ein bisschen die Sichtposition verändern. Nee, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. nein, weder noch. Ja, gut. Müssen wir in der Position bleiben und uns jetzt ein bisschen mit dem hellen Bild abfinden. Das war auch komisch. Als ob die Sonne von hinten durch das Fahrzeug durchscheint und uns blendet. Na gut. So, 120 und 140. Perfekt. Und da kommt die nächste 422 entgegen. Heute herrscht auch wieder geschäftiger Betrieb hier auf der Strecke. Wir sind nicht allein und sollten auch zusehen, dass unsere Kollegen nicht allzu sehr ausbremsen. Ich habe so ein bisschen Respekt vor Essen-Frohnhausen, weil wir da eben doch ziemlich schnell drauf zufahren. 3 Kilometer sind es noch. Ja, Streckenkilometer 123 haben wir gerade. Also bei 125 müssen wir spätestens anfangen mit Bremsen. Ansonsten wird's nichts.
können aber eigentlich, ja doch, wir können die Zugkraft schon mal rausnehmen. Wir lassen den jetzt einfach rollen. Wir sind sowieso gerade ein bisschen zu schnell. Eigentlich dürfen wir nur 140 fahren. Ja, das normalisiert sich aber so schnell. Wir sehen es gerade. Jetzt haben wir die 140 wieder auf den Strich genau gehabt. So, da vorne leuchtet was Gelbes, allerdings nicht für uns. Für uns gibt es VR1. Sehr schön. Also, fahrt erwarten. So, 125,2 haben wir sogar schon. Na doch, das passt doch sehr gut sogar. Die Bremseigenschaften vom Triebzug sind wirklich sehr gut. Die Cola-Dose zeigt hier, was sie kann. Ja, wirklich sehr schön. So, ich bin jetzt noch gespannt, wie sie hinten rausbremst. Also sprich auf den letzten Metern. Aber auch das scheint sie wirklich sehr gut zu machen bisher. So, Essen-Frohnhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Tschück. So, Freigabe rechts. Türen einmal auf. Ist auch interessant, ne? Hier steht S1 in Richtung Dortmund eingetragen. In der Szenariobeschreibung geht es eigentlich auch nur bis nach Bochum für uns. Und weil es für uns bis nach Bochum geht, steht hier oben in der Zielanzeige auch direkt Bochum Hauptbahnhof drin. Also irgendwas passt da noch nicht ganz richtig. Da müsste man vielleicht mal noch die anderen Zugziele quasi zulassen. So, Türen dürfen wir schon wieder verriegeln. Perfekt. Dann ein weiterer Klick auf Freigabe rechts und die Türen sollten sich wieder schließen. So, Fahrschalter geht wieder in Leistungsstellung. In Richtung Fahren. Und mit 120 dürfen wir hier aus Essen-Frohnhausen abfahren. Wir können eigentlich auch direkt den Hebel nach vorne legen. Essen-West ist für 13.07 Uhr geplant, also jetzt. Ja, das wird zwangsläufig etwas Verspätung ergeben. So, und jetzt ordentlich bremsen. So, mit 80 Bahnsteig anfangen sind wir eigentlich ganz gut dran. Ich würde sogar sagen, dass das Fahrzeug leicht überbremst ist. Also, was überhaupt die Bremsfähigkeit der 425 angeht. So, Türen in Fahrtrichtung links auf. Müssen wir uns jetzt echt ein bisschen beeilen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ist das die Ankunft oder die Abfahrt? 8.40 Uhr, okay. 8.40 Uhr ist die Abfahrt hier in Essen-West geplant. So, und dann machen wir die Türchen zu. Schließauftrag kommt. Zack, zu Sinse. Fahrschalter nach vorne und gleich geht's wieder los. Wow, jetzt hat er doch sehr schnell die Traktion ausgegeben. Das war gar nicht so gewollt. Aber wir müssen uns sputen. Deswegen gehe ich jetzt auch so weit wie möglich mit der Leistung nach vorn. Ja, 2,3 Kilometer schon der nächste Halt. Eigentlich sollten wir in Essen Hauptbahnhof naja, in 15 Sekunden stehen. Das wird aber auch etwas knapp. Deswegen, wir geben uns Mühe, dass wir das so schnell wie möglich packen, aber versprechen können wir natürlich nichts. So, da
geht's weiter mit Langsamfahrt 110. Nicht quittierungsbedürftig. Und dann bremsen wir hier schon mal langsam runter. So, einfach rollen lassen jetzt. Und da vorne kommt auch schon der Hauptbahnhof. Sehr schön, auch hier nochmal der große Schornstein nebenan. Ja, das wird wohl für lange Zeit eine, beziehungsweise, ja doch schon irgendwo, eine Erinnerung an die doch starke Wirtschaft hier im Ruhrgebiet sein und bleiben. Ach, die 110 gelten erst am Bahnsteiganfang. Hätten wir das gewusst, hätten wir uns natürlich etwas mehr Zeit lassen können. So, theoretisch können wir eigentlich auch schon am Bahnsteigende anhalten. Das Ganze bis nach vorne fahren, naja, ist bei der Zuglänge eigentlich nicht wirklich nötig. Aber die Simulation verlangt es ebenso. Wir wollen ja auch schön alle Punkte kriegen, ne? So, Ausstieg hier in Essen in Fahrtrichtung rechts. Ah, ich sehe auch gerade, da war gerade so ein Grafikfehler, wo wir hier zurückgeflogen sind. War oben die Zugzielanzeige hier so ein bisschen abgehackt irgendwie. Ich glaube, da stand der Teil hier ohne ohne tatsächliches Bild da. Das schwebt da so teilweise in der Luft. So, dürfen wir schon verriegeln? Ja, wir dürfen verriegeln. Zack, einmal zu. Sind zu und dann zu Kraft. 110 war angesagt, bleibt auch angesagt. Und unser nächster Halt ist dann Essen-Stehle, 13.14 Uhr, 4,3 Kilometer. Dann mal ordentlich hochziehen. Eine wahre Gleiswüste hier vor uns. Wir bemühen uns, so pünktlich wie möglich zu kommen. Und was wir auch noch gar nicht gemacht haben, war jetzt hier wirklich Haltestelle an Haltestelle. Oh. Gar nicht gut. Nichts damit 110. So, jetzt kommen die 120 erst wieder. Habe ich das übersehen oder... Oder stand das nicht angeschrieben? Da waren doch gerade eben noch die 110 am Bahnsteiganfang in Essen Hauptbahnhof. Muss ich mir wirklich im Nachhinein nochmal anschauen. Also hätte ich das übersehen, Chapeau, also... Da würde ich mich jetzt wirklich drüber ärgern. Bei mir kam das auch bei der Ausfahrt aus Essen Hauptbahnhof sehr komisch vor. Die Gleisbögen und ja, die Radien über die Weichen waren doch sehr eng. Nicht so, als ob man da wirklich mit 110 durchfahren könnte. Also die Querbeschleunigung hat die Fahrgäste hinten durchaus durch den Zug gewürfelt. Aber das gibt es sowieso auch manchmal in echt, dass man sich bei manchen Bogenradien fragt, sind die Gleise jetzt wirklich für die Geschwindigkeit ausgelegt? Weil vom Komfort her ist es jetzt nicht sonderlich angenehm. Aber liegt dann wahrscheinlich meistens daran, dass es eben genau an der Grenze des Zumutbaren liegt.
So, hier nochmal Konzentration beim Abbremsen. Mit den 40 können wir relativ ruhig und langsam an die eigentliche Haltemarkierung ranrollen. Und den Rest bremsen wir dann nochmal etwas gemütlicher ab. So, das passt. Türen in Fahrtrichtung links diesmal auf. 90er Ankündigung. Die haben wir gesehen. Essen-Stehle. So, wie schaut's aus? Fahrplan sagt Türen zu in 3, 2, 1 und verriegeln. Zack. Zack. So, erst losfahren, die 90 quittieren und dann gucken wir mal, wie wir in der Zeit liegen. So, raus wieder mit Vollgas. Wachsam. 90 scheinen den Zug nicht zu interessieren. Kein aktiver 1000 Hertz Gleismagnet. So, wir haben sie auf dem Tacho. Perfekt. Zug lassen wir ausrollen. Und 700 Meter bis Essen-Stiele Ost. 13.16 Uhr ist da der Halt geplant. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Wir sind jetzt schon, wenn es gut läuft, bei genau einer Minute. Und da geht es dann auch Essen-Stiele Ost mit 90 wieder raus. Weil da vorne steht dann erst das Hauptsignal. Uiuiui, jetzt müssen wir auch ein bisschen stärker bremsen. Das schafft man, das ist kein Problem. Aber wir müssen lösen. So. Und schön sanft anhalten. Dann, wieso gucke ich denn immer nach links? Türfreigabe ist auf der linken Seite einzulegen, aber natürlich finden wir sie im Triebzug auf der rechten Seite. Wenn wir jetzt schon einmal hier stehen, können wir uns nochmal ganz kurz im Führerraum umgucken. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Also klar, das ist sowieso der typische 425er Führerraum, so wie wir ihn kennen. Aber auch einfach, dass wir hier mal in der Simulation gesehen haben, wie der Zug überhaupt ausschaut. Denn ja, das wissen tatsächlich nicht alle. So, Tür machen wir schon wieder zu. Es geht hier fix weiter. 1,4 Kilometer, Zugkraft aufschalten, Türen sind verriegelt. Serviceblick machen wir immer über die nicht vorhandenen Kameras am Zug draußen. Von daher, wir sehen das alles. So, einmal hoch. Ganz wichtig, jetzt nur die 90, ne? So, 90 sind auch nochmal per LF7 hier gekennzeichnet. Auch wenn ich mich da wirklich frage, warum man die LF7-Tafel hier mitten ins Gleis hineinstellt. Oder nicht mitten ins Gleis, aber zwischen die beiden Gleise dazwischen. Rechts daneben ist eigentlich so viel Freiraum. Naja, bisschen komisch. So, ein Bahnübergang ohne irgendwelche Schranken oder andere Sicherungsmittel. Nicht mal eine Pfeiftafel steht da. Und da kommt der Bahnsteig. Und wir bremsen. So. Also, der Zug bremst so stark. Da könnte man schon fast denken, der würde bei jeder Bremsung die Magnetschienenbremsen benutzen. Aber ich weiß gar nicht, hat der 425er, hat der MGs? Ja, doch hat er drunter. Wenn auch nur sehr kleine, aber er hat sie. Das sieht aber auch irgendwie niedlich aus. Also in so einer kleinen Form, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Vor allem frage ich mich, warum hat man die unterbrochen? Warum hat man nicht eine durchgehende
Magnetschienenbremsenleiste genommen. Aber naja, die Konstrukteure des Fahrzeugs werden sich schon irgendetwas dazu gedacht haben. Und ab die Post. Wattenscheid-Höntrop, 1322. In 3,7 Kilometern. Gut. Also das S-Bahn-Fahren ist hier wirklich wieder stressig. Aber ich muss sagen, die 425 bei so guten Wetterbedingungen, das macht auch irgendwie echt Spaß. So, ich drücke trotzdem nochmal aufs Horn. Auch wenn da was von Hilfseinschaltung durch Triebfahrzeug steht, aber ich gar keine Schranken an der Stelle sehe. Und da stand 120 drin und die können wir auch schon fahren. 2,9 Kilometer. Ne? Du merkst schon immer, ich gucke so ein bisschen, wo sind welche Bahnhöfe bzw. Haltepunkte. Hängt einfach damit zusammen, dass ich die Strecke hier auch, ich glaube, erst zweimal in der vollen Länge gefahren bin. Also so wirklich streckenkundig bin ich jetzt hier nicht. Aber du siehst, irgendwie geht's trotzdem. Mit so einer schönen Angabe hier. Und wenn man eben konzentriert fährt, dann passt das schon. Ah, diesmal sind sogar Schrankenbäume mit da. Mit Vollabschluss sogar. 1,7 Kilometer. Ja, da haben wir sogar einen Bremsweg von unter 1000 Metern hier mit dem Zug. Na gut, lassen wir mal rollen. So, theoretisch beginnt die 22. Minute jetzt. Und na, wir sind ja eigentlich auch schon fast da. 900 Meter. So, jetzt schön den Bremsansatzpunkt abpassen. Ich würde hier mal ab der Hektometertafel anfangen zu bremsen. Dem Kollegen winken wir natürlich auch noch. So, da kommt gerade noch einer aus der Unterführung hervor. Na, die freuen sich. Die S-Bahn kommt so wie geplant am Bahnsteig an. Und sie dürfen sogar auch noch mitfahren. Wattenscheid-Höntrop, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. War jetzt zwar wieder etwas härter abgebremst, aber um irgendwie den Fahrplan zu halten, müssen wir zusehen, dass wir hier etwas flink unterwegs sind. Ah, für 22:30 ist scheinbar schon wieder die Abfahrt geplant gewesen. So, verriegeln. Und los geht's. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Alles klar, brauchst mir nicht gleich so ins Ohr schreien, liebe Ansage. Und weiter geht's. Ja, warum der Zug Cola-Dose genannt wird, das dürfte beim äußeren Anblick doch relativ schnell klar werden. Ehrenfeld in 3,7 Kilometern. Genau, und in der Simulation haben wir jetzt den Vorteil, wir können wirklich geradeaus sehr weit schauen und nutzen mal ganz kurz wenige Sekunden, um uns einfach hinten die erste Klasse anzugucken. Das sind hier entsprechend nochmal die durch die Glaswand abgetrennten Bereiche in den Zügen, die da der ersten Klasse gewidmet sind. Und von der Sitzbepolsterung ist es hier sogar tatsächlich dasselbe wie in der zweiten Klasse. Da gibt es jetzt hier bei den 425ern gar keine wirklichen Unterschiede. Wir gucken dann gleich nochmal rinder in die zweite Klasse auch, dass wir die auch gesehen haben. Das können wir machen, wenn wir sowieso hier anhalten.
1,6 Kilometer haben wir noch. 1,5. Wir sehen es jetzt leider gar nicht. Außer die Zielanzeige. Unser FIS. Das Fahrgastinformationssystem. Gut, Bogenende. Kommt der Haltepunkt. Bochum-Ehrenfeld. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dann müssen wir mal bremsen. Ui, du sitzt echt ein bisschen schnell. Also zumindest für die gesetzte Markierung hier. So. Das passt. Auf der linken Seite die Türen freigeben, bitte. Genau, sind geöffnet. Gut, ganz kurz. Einmal die Beine in die Hand nehmen. Tür zum Führerraum natürlich normalerweise zumachen, aber um jetzt ein bisschen Zeit zu sparen, gucken wir einfach so runter. Ne, hier sehen wir es, die typische Sitzbepolsterung von DB Regio. Alles schön und sauber hier in der Simulation. Hier die Plätze mit etwas mehr Beinfreiheit. Und an sich eben aufgebaut wie die typische 425. Da gibt es jetzt hier keine großen Besonderheiten. So, wir machen es schnell wieder vorne in den Führerraum. Wir müssen weiterfahren. Zack. Tür zu hinter uns. Einmal auf den Sessel gesetzt. Beide verriegeln. Und Abfahrt. Nullstellungszwang, komm. So. Und los geht's. Hier jetzt auch beachten. Wir haben Halt zu erwarten. Denn unser nächster Halt ist Bochum Hauptbahnhof. Ach, 13:27 sollte man eigentlich ankommen. Naja. Bisschen Verspätung haben wir im Rücken. Kilometer sind das noch. Ja. Bleiben wir mal hier schön unter 80. Lassen einfach rollen. Wie gesagt, wir bremsen gleich auf Halt. Toll auch, dass man hier drüben die S-Bahn mit eingefädelt hat. Die parallel zu uns quasi in Bochum Hauptbahnhof einfährt. Also die andere S-Bahn. Und da kommt Warnsteig. Ein letztes Mal bremsen. Den 500er nehmen wir auch direkt mit. So, mit über 45 noch passiert. Bei dem 425er hier habe ich auch keine Bedenken. Da können wir so stark bremsen. Man hat sogar manchmal das Gefühl, als ob der einfach bei jeder Bremsung die Magnetschienenbremse mit dazu nehmen würde. Aber es soll mir recht sein, hier für die Simulation sehr angenehm. Und die Fahrgäste, die können sich dann im Anschluss beschweren. Nein, natürlich wollen wir auch eigentlich für Fahrgastkomfort sorgen, aber wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn die 425 hier so stark bremst. So, und in diesem Zusammenhang möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für die gemeinsame Fahrt bis hier nach Bochum. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen und einen kurzen Kommentar unter dem Video. In dem Sinne würde ich sagen, allseits gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.